Sachte. Sagt nicht besser. Wo ist die Arbeit? Oder eine Kuhherde geht nicht für alle. Du hast, du fühlst dich aber auch nur, wenn ich gerade am Essen bin, oder? Ja, das liegt am Essen. Andere Chance gibt's nicht. Drücken, drücken, drücken. Bleib auf dem tiefen Ruder. Scheiße, kommst gut rein. Bleib auf dem tiefen Ruder. Ja. Genau. Das hat den Vorteil, dass ich immer da die Kunst dann immer geht, nichts zu vergleichen. Ja. Ja, gar nicht, aber nicht. Aber ich bin auch nicht so wie Simon. Hier, guck mal, da drüben, da geht's hoch. Möchtest du laufen? Nein, da nicht. Da hinten geht's gut. Und der fliegt. Der hat das vorhin schon hier probiert. Da sagt diese Abendthermik, die kommt von unten, die Wärme. Und da geht es super gut. Aber das kann man nur machen, wenn man... Ja, wollen wir dann auch nach vorne gehen? Ja, sicher. Also wenn du Auftrieb haben willst, musst du nach vorne gehen. Wetter. Oh, fuck, Alter. Und die Flugzeuge gehen fast senkrecht hoch. Ja. Muss ja das nicht werden. Aber geht ja wie Hölle, ne? Ja, ja. Absolut. Ja, ja. Start.
Minuten. Wann bist du gestartet, Arthur? Vor 40 Minuten. Vor 4 Uhr. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich glaube, wir sind relativ gleich gestartet, Jan. Da hast du zwischendurch den Flieger gewechselt. Ja, ich habe halt von 12 zu 6 da gewechselt. Nee, ich glaube, wir sind gleichzeitig mit 12 gestartet. Und sofort den Motor reinhauen. Start. Erhaltungsladen. Und daran habe ich nicht mehr gedacht. Ach ja. Sehr fein. Akku zu weit vorne. Ja, man sieht schon ein Stück, wo die Sonne aufgehen will. Ja. Ja. Die Wolken leuchten da hinten schon schön. Dreh ich noch mal eine Runde. Ja, also, mach bitte.
Ja. Guten Morgen, Sonne. Guten Morgen, Volker. Ihr könnt gar nicht in die Sonne gucken, wenn ihr jetzt fliegt. Natürlich, wir fliegen an der Sonne vorbei. Habt ihr die Sonnenbrillen auf? Wie ist das denn? Gehen. Warum werfe ich eigentlich in die Richtung? Das ist eigentlich ein scheiß Jahr geworden, ne? Kann nur witzig werden. Rutsch nicht aus. Reinstellen, hier vorne hin. Ja, habe ich extra für dich die Steine weggeschoben. Super, schön kalt. Ja, da rein, rein. Ja. Der hat nicht frech. Das ist keine Taufe so. Das ist schlimmer. Nein, Mann, pass mal auf! Wenn der erstmal drin sitzt, reinstellen! Dann mach aber auch! Ja, ja, natürlich! Ja, Digga, was mit den scheiß Kaffeebecher machen? Ja, der muss es mit dem Kaffeebecher machen. Jetzt erstmal hier die Füße und sowas. Der auf die Qualen dann reinstellen! Ey, rein, getauft werde ich, Simon, getauft werde ich. Auch wohl über die Schulter? Ja, ja. Überall. Auch über. Ah, du Hund! Jetzt reicht es aber auch für die Schutzwand. Ist dir klar, dass das auf den Zettel kommt? Ah, Adrian! Ah, oh, fuck! Oh. Das Hund hat ja auch gar nicht nachgemacht. Schönen Spruch? Nein, nee, der war für beide. Ansonsten steht einer da auf dem Schild. Hier halte Rasti! Jetzt sind wir mal. Kann ja keiner lesen. So, jetzt geht's los hier. So, getauft wird an dieser Stelle. Du musst doch mal gucken. Berges. Niemand labert nur Scheiße. Kann ich auf die Haare? Natürlich, ja, natürlich. Natürlich. Und du gießt dir den kompletten Eimer. Den Rücken. Setz dich durch, Simon. Du bist der Täufer. Simon, du nimmst den kompletten Eimer. Simon. Der Eimer muss leer werden jetzt. Simon, nimm den Eimer. Gute, wie fühlst du dich? Schöne Taufe hier. Simon, der Eimer muss auch noch leer werden, ne? Jo, komm. Jetzt kann ich ihn tragen. Oh. Gute, bist du bereit? Für das Finale. Auf die Ice Bucket Challenge. Fertig. Und los. Oh. Ist er leer? Ist er einmal leer? Nee, damit. Na, dann. Das wäre das für. Oh, jetzt ist er leer. Herzlichen Glückwunsch.